Hi, mein Name ist Timo Ickenroth von www.deinschlagzeuglehrer.de und ich heiße dich herzlich willkommen beim Gearcheck des Podcasts Schlagabtausch des Drums and Percussion Magazins, Folge 19. Los geht's! Für die 19. Folge des Schlagabtauschs habe ich für den Gearcheck von der Firma Schlagwerk das CAP 200 Pedal bekommen. Das ist ein Cajon-Pedal, was im Prinzip wie eine Art Bassdrum-Pedal für die Bassdrum ist. Das heißt, ich kann jetzt meine Cajon mit dem Fuß spielen. Das Ganze besteht aus vier Elementen. Ich habe mein Pedal, ich habe daran einen Seilzug, ich habe hier meine Beater-Einheit und meine Cajon steht auf einer Bodenplatte und ich sitze ganz normal, wie bei der Cajon eben üblich, oben auf meiner Cajon drauf. Das Ganze ist ein Segen für mich als Schlagzeuger. Ich bin wirklich kein guter Cajon-Spieler und dieses Bassdrum-Pedal sorgt dafür, dass ich eben den Basston mit dem Fuß spielen kann, was für mich, wie gesagt, eine super Sache ist. Ich muss auch keine extra Cajon-Techniken drauf schaffen. Ich muss mich auch nicht runterbeugen, um den Basston zu bekommen. Ich kann ganz gerade sitzen und dann eben einen schönen Basston aus meiner Cajon bekommen via dem Cajon-Pedal. Und ihr seht, ich habe mir so ein kleines Setup zusammengestellt, Hi-Hat, Snare Drum und eben die Cajon mit der Cajon-Pedaleinheit. Und da werde ich euch nachher noch ein paar Grooves zum Besten geben, damit ihr auch hört, wie das im musikalischen Kontext dann klingt. Lass uns mal auf ein paar Specs eingehen. Ihr könnt das Cajon-Pedal mit jeder Cajon spielen. Es muss kein Schlagwerk-Cajon sein. Das Bodenteil ist auf jede Cajon passend, die nicht größer als eine Grundfläche von 30x30 cm hat. Gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Das heißt, auf der Bodenplatte steht meine Cajon. An die Cajon angeschlossen ist meine Beater-Einheit. Dort habe ich einige Einstellmöglichkeiten. Ich kann die Beaterhöhe verändern. Das ist deswegen wichtig, weil ich den optimalen Basston finden muss. Der ist bei jeder Cajon ja leicht anders, dann kann ich eben die Höhe des Beaters verstellen. Hier vorne, da müsst ihr euch auch keine Angst machen. Das ist ganz weiches Material, das schadet eurer Cajon überhaupt nicht. Ihr müsst nur ein bisschen aufpassen, dass ihr euch dann mit dem unteren Ende des Beaters nicht hier unten an der Cajon irgendwelche Kratzer zuzieht. Bei mir ist der schöne Sound eben der optimale Aufschlagspunkt des Beaters relativ weit unten. Und deswegen habe ich den Beater hier ein bisschen weiter weg von der Cajon an der Bodenplatte befestigt. Ihr könnt außerdem auch noch den Neigungswinkel sowieso verändern von dem Beater. Ihr könnt den Anstellwinkel zur Trittplatte verändern. Ihr könnt die Federspannung verändern. Und das Coole ist, falls ihr euch irgendwie verstellt haben solltet und ihr habt keine Ahnung mehr, was zu tun ist, es gibt Markierungen, da könnt ihr alles wieder auf Werkseinstellung zurücksetzen. Also, die Bodenplatte, die Beat-Einheit. Von der Beat-Einheit geht eben ein Kabel zu meinem Pedal. Das Kabel ist ein Stahlseil mit einer Teflonbeschichtung und die sorgt für einen extrem leichten Lauf. Das Ganze ist auch an einer flachen Bauweise, bedeutet, das Kabel läuft flach über den Boden her. Ich habe auch schon den Vorgänger, das CAP 100, und da ist es so, dass das Seil eben ziemlich weit oben in der Luft ist. Das ist eine Stolpergefahr. Da hat man sich hier wirklich Gedanken gemacht und das eben flach über den Boden laufen lassen. Dann habe ich hier mein Pedal. Das ist eine Longboard-Ausführung. Da hat man sich zu entschieden, um einen möglichst guten, großen Dynamikbereich erzielen zu können. Und es ist eine Double-Cam-Konstruktion, die sogar von Schlagwerk patentiert ist. Die bietet ein sehr, sehr direktes Spielgefühl. Ich habe ja den Vorgänger CAP 100 erwähnt. Es ist jetzt tatsächlich so, dass das CAP 200 nicht nur ein Abklatsch davon ist, sondern hat wirklich das Pedal von Grund auf neu konzipiert. Und man hat ganz, ganz viele Teile neu entworfen. Das heißt, es ist wirklich ein absolut neues Produkt von der Firma Schlagwerk. Man hat dazu auch noch mitgeliefert eine Tasche, damit man super gut das transportieren kann und nichts kaputt geht. Die Tasche ist sehr, sehr praktisch, ist ziemlich leicht. Also da hebt man sich auch keinen Bruch dran und dann hat man im Prinzip die Cajon und das Pedal und dann ist man schon sehr, sehr gut bedient. Für mich ist das wirklich ein Segen, weil ich bin kein guter Cajon-Spieler. Ich bin ja von Hause aus Schlagzeuger. Ich kann die Cajon halt so ein bisschen bedienen wie eben ein
Schlagzeuger eine Cajón bedient. Das hat aber lange nichts mit dem zu tun, was echte Cajón-Profis darauf abledern können. Das heißt, für mich ist das sehr dankbar. Ich kann die Cajón spielen, wie ich meine normale Bassdrum spiele. Daher, wie gesagt, mein kleines Setup hier. Und ich möchte euch einfach mal so ein paar Groove-Beispiele geben, was ich so mit einer Cajón mache, wenn dort ein Bassdrum-Pedal und in dem Sinne eben das CAP200 Cajón-Pedal angeschlossen ist. Bevor ich jetzt aber einen richtigen Groove spiele, hören wir uns einfach nur an, wie die Cajón jetzt klingt, wenn ich sie mit dem Pedal anschlage. Wer sich jetzt für dieses CAP200 Pedal interessiert, das kostet im Handel ungefähr um die 240 Euro. Stand ist September 2021. Und das Interessante ist eben auch, wenn ihr damit auf Tour geht, ihr seid unterwegs damit, dieses Cajón Pedal wird mit einer richtig coolen Tasche ausgeliefert, wo das perfekt alles reinpasst, dass auch dem Pedal nichts passiert und vor allem auch dem Seilzug.
Also, das war der Gearcheck, Folge 19 des Schlagabtauschs. Wir sehen uns und hören uns beim nächsten Podcast oder beim nächsten Gearcheck. Macht's gut, euer Timo. Ciao.